Hallo zusammen, Pesky von FreeCamp Live. Ja, in diesem Video zeige ich euch, wie ich einen Fahrradträger selber konstruiert habe und nicht selber gebaut, aber mitgeholfen habe, einen Fahrradträger hier am Heck meines Campers zu installieren. Ja, und einfach die Schwierigkeit war vom Fahrradträger, da ich konnte nicht eine Anhängerkupplung nehmen, weil die Distanz bis zu dieser Kante, das wäre viel zu lang gewesen. Jetzt haben wir da selber einen Fahrradträger konstruiert und den zeige ich euch in diesem Video. Also viel Spaß dabei. Ja, und übrigens eben dieser Fahrradträger kommt hier ans Heck. Da diese Schrauben haben wir da schon vorgebohrt auf der Seite und auf dieser Seite. Dann kommt eine Verstrebung hier hoch, überwindet diese Kante bis hier hin und dann wird der Fahrradträger hier so montiert. Oh Mann, hey, hier in Isleten ist es sehr windig momentan auf diesem Platz, den ich auch schon vorgestellt habe. Hier kann man auch Overnight Camping machen, also einfach übernachten. Und der Platz ist jetzt Mitte April, es ist der 17. April, er ist jetzt momentan auch relativ leer, weil es ist Montag und am Montag sind keine Camper hier. Ja, ich bin ein bisschen windgeschützt und eben dieser Platz, der ist frei. Ja, bezahlen muss man trotzdem, aber es ist nicht so teuer. Ja, und ich bin jetzt ins Innere des Fahrzeugs geflüchtet, weil es ist echt stürmisch. Man kann da nicht ein Video drehen, wenn es so stürmisch ist, aber man versteht da kein Wort. Wie wir diesen Fahrradträger gebaut haben, das seht ihr jetzt. Es gibt jetzt eine Rückblende von etwa 2 Monaten knapp. Also jetzt ist aktuell Mitte April. Also wir werden da nach etwa Ende Februar war das. Dort hat es noch ein bisschen geschneit, war kälter. Aber so haben wir den Fahrradträger gebaut. Viel Spaß dabei. Eine kleine Impression. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. Go back in time, I tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, check yourself, figure out what you like. And find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with doubt, they're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when you finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Ja, festgeschraubt ist es nur mit diesen 4 Schrauben unten. Das hält, das ist wirklich sehr stabil. Hier mit einem Bolzen, mit einem Schloss gesichert. Und das schaut doch wirklich gut aus.
wichtig war, dass man die Nummer lesen kann und die Lichter nicht irgendwie verdeckt sind. Aber der Fall ist da auch gegeben. Das stimmt, das ist gut. Und von der Seite, ja, er wirkt nicht mal so klobig. Er wirkt sehr, sehr gut. Er stört eigentlich gar nicht. Aus dem Internet bestellt, ein normaler Kugelkopf ISO 50. Und hier drauf kommt jetzt nur noch dieser Fahrradträger mit drei Fahrrädern, wo man draufstellen kann. So sieht das mit dem Fahrradträger aus. Ich denke, das ist auch stimmig. Ja, ich bin zufrieden. Top. Jetzt fehlen nur noch die drei Fahrräder. Also montieren und schauen, ob alles hält. Und die Fahrräder sind drauf. Drei Stück an der Zahl. Hält prima. Ist gerade. Ja. Und so schaut das aus. Und das Allerbeste, man kann hier diesen Bolzen lösen. So. Und dann kann man das wegklappen. Das ist ja der Hammer, hä? Und nämlich bis hierhin kann man das wegklappen, damit ich an die Boxen rankomme. Und dann wieder zu. So. Bolzen wieder rein. Und fertig, hä? Super. Ja, das ist mein Fahrradträger. Wenn euch dieses Video gefällt, bitte einen Like da lassen, einen Kommentar und einen Daumen nach oben. Und bis zum nächsten Video. Tschüss! Rückblende. Wegen diesem Fahrrad oder Velo springen und jetzt ja, das ne. Und das habe ich einfach rauf.